Ja, was für ein Sound. ASMR-Line. Ja, Pika Dry Tiefenlochmarkierer heißt er eigentlich, oder? Tieflochmarker. So ist es richtig. Ist von vielen verhöhnt, von vielen gehasst, weil er schlecht sein soll. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Aber ich weiß, was die Leute nicht haben. Und das zeige ich euch. Und das ist nämlich die Schreinermine. Weil von denen wissen die wenigsten. Es gibt nämlich spezielle Minen. Ich benutze nämlich auch gar nicht die normalen Minen, weil die normalen Minen, die schmieren voll ab. Also ich habe sie da. Steht gar nicht da, wie weich die sind. Auf jeden Fall, das ist wirklich die normalen Minen. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Das ist weich. Das ist, ach, das ist elendig. Mit denen mag ich nicht arbeiten. Aber die Schreinermine, die ist top. Damit arbeitet es, der Stift fällt runter, da bricht nichts. Das Ding ist hart, man kann markieren, man kann ganz fein anzeichnen. Und eine Mine hält dann ewig. Und warum? Oder wieso? Und weshalb? Und warum? Wie? Was? Was ich? Keine Ahnung. Das ist halt eine andere Beständigkeit, die ist halt viel härter, die Mine. Steht da, Härte H, Härte H, keine Ahnung, was das ist, HB oder sowas vielleicht dann. Da steht echt nicht drauf. Also wenn ihr das wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was die normalen Minen haben. Auf jeden Fall sind die Schreinerminen. Ha, die kann ich euch nur empfehlen. Kosten, ich glaube, 6 Euro diese Pack oder so. Also das ist wirklich kein Geld. Und warte, wir können mal gucken. Vielleicht, ich habe hier noch ein Original. Vielleicht steht da ja drauf, welche Mine das ist. Ah, da könnte man mal gucken. Nee, auch hier nicht. Also auf jeden Fall gibt es hier Wasserstrahlfest, sehe ich gerade. Gibt es auch. Und wasserlöslich. Wasserstrahlfest. Ja, für Metallbearbeitung ist nicht schlecht. Jedenfalls, der Pika Mini, Pika Dry ist super geil und ich finde ihn einfach mega, weil er ist praktisch aufgehoben, sicher, schnell zur Hand haben, nachjustieren und der Spitzer. Das Ding ist einfach permanent in meinen Hosentaschen. Geil aufgehoben, passt. Also, ich zeige euch jetzt mal den Unterschied der Minen. So, als erstes zeige ich euch jetzt mal hier die Schreinermine. Also da kannst du halt wirklich super fein eine gerade Striche machen. Und das Beste ist, der verwischt auch nicht. Also das ist hier, der ist ja nicht wischfest, aber der schmiert nicht, sage ich mal. Das ist was, was mich ja mega nervt und auch viele anderen mega nervt, ist, wenn der so abschmiert. Ja, das tut der nicht. Also du kannst hier wirklich schöne Linien ziehen. Top, 5 mm Bereich, geht wunderbar. Nehmen wir den mal raus. Also ihr seht schon das kleine Stück. Das ist halt auch geil, wie weit du die nutzen kannst, die Mine. So, das machen wir hier daneben. Ja. Bisschen rein. Daneben den Strich. Ja, ihr merkt schon, also da muss ich nur leichter aufdrücken, damit ich überhaupt so einen dünnen Strich hinbekomme. Wie hier. So, und jetzt. Ja, habt ihr es gesehen? Also gleich beim ersten Mal drüber fahren. Das ist was, ich kann es auch hier nochmal zeigen, also muss ich natürlich einen sauberen Finger finden, weil sonst verschmier ich mir. Also hier, die Schreinermine, ich mach mal so. Das ist ja das Stück von der Schreinermine. So, wenn ich das hier mit dem mache, habe ich hier, also ihr seht, die schmiert und so saust die halt das ganze Werkstück an. Das ist wirklich was, wo ich sage, auf dem Bau, wenn es grob sein muss, da ist das Ding geil, weil zack, Strich, schneide ich ab. Zack, weiß ich, okay, hier, zack, bumm. Das Ding ist halt weich. Und ihr seht schon, also es macht fette, dicke Striche. Wenn ich jetzt wieder mal die anderen Mine nehme. So. Also, seht ihr, jetzt ist die Spitze leicht abgebrochen, weil ich hier in der Maserung hängen geblieben. So. Aber da kann ich immer noch ganz feine Striche ziehen. Super geil. Also ich stehe voll drauf. Und das ist einfach der Unterschied. Schreinermine, hart, fest, fein, normale Mine, weich, schmierig. Ja, also ihr seht, die Unterschiede ganz klar. Ich finde das einfach das Grobe, das Geschmierte. Für den Bau ist es wirklich ideal, für die Werkstatt, für den Schreiner. Und das ist was, da steht hier drauf, nicht Tischler, da steht Schreiner. Ihr könnt gucken, Schreinerminen. Also das ist hier nicht die Tischlermine, das ist dasselbe. Aber voll geil. Also das ist was, meine Empfehlung. Wenn ihr den nutzt und sagt, seid echt voll überzeugt und die Minen nerven euch, kauft euch diese Schreinerminen. Ich habe euch das unten alles mal verlinkt in den Stift, sowie die Minen, weil das ist so genial. Also die Minen sind echt der Hammer.
Und dadurch arbeite ich echt nur mit dem her. Also ich arbeite gar nicht mehr mit dem Bleistift, sondern nur mit dem, weil mit dem kann ich halt wirklich sehr, sehr fein anzeichnen. Und das habt ihr gesehen. Und deswegen klare Empfehlung, Schreinermine plus Pika Dry, Daumen hoch. Pika Dry mit normaler Mine, Daumen runter. Außer du bist auf dem Bau, musst du ein paar Hölzer einmal anreißen, dann geht auch der Daumen hoch für dich. Ansonsten für mich ist es ein Daumen runter, weil das Geschmiere brauche ich in der Werkstatt. Das ist einfach mühselig und unnötig. Ja, ansonsten ist er vielseitig einsetzbar. Es gibt auch noch Wachsminen und, habt ihr gesehen, wasserstrahlfeste Minen. Sachen, die ich jetzt nicht brauche, aber vielleicht für euch interessant sind, weil ihr im Metallhandwerk tätig seid. Dann gibt es auch für euch den passenden Einsatz für diesen Stift. Und das ist einfach was, zack, Hosentasche und das war's dann auch. Das ist ein mega geiles Tool, was ich euch nur empfehlen kann. Und das war's dann auch mit dem Stift und mit dem neuesten Werkzeug von mir aus der Werkstatt. Und ich sag Servus, euer Konstantin.